Hallo, hallo Freunde chinesischer Unterhaltungselektronik. Ich grüße euch. Das Jahr 2017 war recht unterhaltsam. Am Anfang des Jahres habe ich noch getrauert um meinen letzten Arbeitsplatz und jetzt nicht mal ein Jahr später habe ich mein eigenes Studio zusammengezimmert und einen YouTube-Kanal. Und meine, seid ihr schon inzwischen 7.500 Leute. Was, meine Güte, da sind mehrere Schulgebäude voll, je nachdem, wie groß die Schule ist und ob das eine integrierte Gesamtschule ist oder nur eine Grundschule, aber egal. Es sind auf jeden Fall wirklich unglaublich viele Leute, die sich jetzt inzwischen für den Content, den ich produziere, interessieren und das ist irgendwie echt krass. Also, das erste Mal das Gefühl, dass es da Leute gibt, die mit den ersten Kommentaren, mit den ersten Likes und mit den ersten Views, die über 20 hinausgehen, was meistens die eigenen Klicks sind, weil man ständig guckt, ob es Views gibt. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man merkt, dass es da Leute echt gibt, die sich einfach für das interessieren, was man so sagt, was man weiß, wofür man sich interessiert. Und mittlerweile ist daraus wirklich ein kleiner Kanal erwachsen und auch vor allem eine kleine Community, was man auch an meiner Website sieht, wo ich hatte am Anfang überhaupt nicht gepflegt, weil ich dachte, naja, da wird sich kein Schwein für interessieren. Und mittlerweile ist einigermaßen reger Betrieb im Forum. Leute tauschen sich aus, es gibt wieder Informationen zum Beispiel zu GearBest oder zu bestimmten Produkten. Und ich hoffe, das wird auch noch weiter wachsen, weil ich war immer mal selbst Teil irgendeiner Community bei StarCraft zum Beispiel oder irgendwelchen anderen Games oder bei Technik und sowieso bei Technik, Computer und so. Und jetzt bin ich dabei, selbst eine zu hochzuziehen. Das ist super. Überhaupt, dass die ganze chinesische Technik, ich interessiere mich ja schon viel länger dafür, als ich den Kanal hier gemacht habe. Aber ich bin nur nie auf die Idee gekommen, das irgendwie mal, auf die Art und Weise mal Ausdruck zu verleihen. Also, danke an euch, dass ihr wirklich so konsequent Interesse zeigt. Danke auf jeden Fall an Joshua, der als einziger konsequent bei Patreon mich unterstützt. Gestern auch noch eine kleine PayPal-Spende bekommen von 1 Euro von Claudia, habe ich jetzt auch hinten mit der Endcard. Und dann möchte ich euch daran erinnern, wenn ich eine kleine finanzielle Unterstützung über Patreon bekomme zum Beispiel, dann gibt es eine dauerhafte Namensnennung in der Endcard und bei PayPal dann eine einmonatige. Ist das nicht wunderbar? Ja, ich weiß, hätte ich 2 Millionen Abonnenten, dann wäre das wahrscheinlich alles ein bisschen attraktiver, aber egal. Ich finde es wirklich fantastisch, dass sich hier eine Community gebildet hat, die vereint ist durch gemeinsames Interesse eben hier an Technologie, die sich auch ständig weiterentwickelt, aber wie sie es wirklich bisher bewiesen hat, nicht unbedingt so abartig viel kosten muss, dass eben nur eine gewisse Schicht sich das halt leisten kann und alle, die halt, dass ich eine Ausbildung sind, ein Studium machen oder schlichtweg arbeitslos, da eben dann blöd in die Röhre gucken müssen. Nein. Mein Dank gilt auch irgendwo, natürlich an GearBest, die das erstmal überhaupt ermöglichen, dass man sich für 100, 200 Euro, ich meine, das Elefon S8, das kostet 200 Euro, ja, und dafür kriegt man krasse Technologie, wovon ich als Jugendlicher nur geträumt hätte. Ich finde es auch fantastisch, dass GearBest mich, ich kriege ja inzwischen auch wirklich durchaus nennenswerte Unterstützung, ich habe da auch einen richtigen Ansprechpartner dann über Skype, wo ich dann auch mal was fragen kann, gerade wenn ihr Fragen habt, wenn es irgendwo hängt oder sowas, dann kriege ich Informationen dann direkt aus erster Hand und das finde ich geil, weil GearBest mich als wirklich sehr kleinen YouTuber, und ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr ungefähr bei denen und kaufe da meinen ganzen Kram, mich da als wirklich auch kleinen YouTuber ernst nehmen und meine Fragen beantworten, mir Unterstützung und Support leisten und mich inzwischen dann auch mal mit Produkten immer mal unterstützen. Und zwar komplett ohne irgendwelche Anforderungen. Da schicken die mir einfach zu und sagen, hier, mach mal ein Video drüber. Klar, für die ist das natürlich irgendwo günstige Promo. Klar, das ist klar, es ist natürlich auf Beiderseitigkeit beruht sich das. Aber ich find's trotzdem geil, weil ich bin wirklich ein kleiner YouTuber und die meisten, die ja in irgendeiner Art und Weise Marketing machen wollen, richten sich ja meistens natürlich an irgendwelche total Bekannten oder sowas, wo die total eine große Reichweite haben und der Erfolg auch schon statistisch sofort messbar sein muss. Ne? Ansonsten wird das dann alles gleich wieder aufgegeben und das ist aber dort nicht so. Die sagen, hier, pass auf, mach das, ja, und wir gucken uns das so ein bisschen an und dann passt das schon. Das ist dann nicht alles so total durchorganisiert und professionell und ich werde da unter Druck gesetzt oder sowas. Nein, ich kann jetzt chillig meinen Kanal hochziehen und ihr könnt euch das chillig hier einfach angucken und es ist halt auch ein bisschen Unterhaltung dabei und ich muss das nicht alles skripten oder sowas, sondern einfach auf den Bauch heraus ein bisschen was über die Geräte erzählen. Ihr guckt es euch an und findet es dann halt gut oder nicht. Aber nun habe ich mir gestern ein Video von Note7 reingezogen, vom Ronny, und habe gesehen, dass auch eine Giveaway-Aktion im Dezember gestartet hat und die ist besser als meine. Der hat viel besseren Kram verschenkt. Aber mit Abstand. Wie stehe ich denn jetzt da? Das heißt, es muss in einer angemessenen Form gekontert werden. Ich denke, ihr wisst, worauf es hinausläuft. Was es jetzt als nächstes zu gewinnen gibt. Richtig.
Es ist das T-Mobile Ameo bzw. HTC Advantage. Hat schon mal vorgestellt in einem Retro-Unboxing und das ist mal was ganz Besonderes. Denn es handelt sich hier, es ist ja bisher nicht wirklich groß zu erkennen, was es ist. Deshalb transformiere ich es, Transformer-mäßig. Und jetzt haben wir einen kleinen Computer. Und da seht ihr auch gleich, es ist keine Idee von Microsoft gewesen. Eine magnetische, ansteckbare Tastatur. Das gab es auch schon vorher. Also, HTC Advantage ist mal ein super teures Gerät gewesen. Und ich hatte es dann mal vorgestellt. Es ist hier noch mit einem resistiven Touchscreen. Es läuft Windows CE drauf. Und es ist eben kein Telefon, sondern wirklich so quasi ein kleiner Organizer, schräger Computer. Ich denke mal, für jeden neues Teilgeber oder Technik-Nerd, so wie ich, ist das einfach mal das Maß aller Dinge, absolut. Sowas wird ja heute gar nicht mehr gebaut, das finde ich total schade. Also ich glaube, Sony baut auch schon noch so einen ganz kleinen, kompakten Minicomputer, aber ansonsten ist das irgendwie total selten. Aber ich finde so ein Thema super spannend, es ist auch ein kleiner Stift hier dabei. Wo ist denn der? Ah, hier. Denn der, logischerweise, ist ja ein resistiver Touchscreen, der wird natürlich immer noch per Stift bedient, ja, ist ja heute auch irgendwie wieder Trend geworden, obwohl er damals überall wegfiel, weil ja der kapazitive Touchscreen eine Neuerung war. Wir haben, ja, das steht hier auch irgendwo, okay, ich sehe es gerade nicht, 16 Gigabyte internen Speicher, was damals wahrscheinlich der absolute Hammer war. Sogar eine kleine Kamera ist verbaut, na, klein kann man die eigentlich gar nicht nennen, eigentlich ist die ziemlich groß, aber löst nur mit 3 Megapixel auf, ist das nicht süß? Und ein kleiner LED-Flash und überhaupt allerlei Tasten, allerlei Funktionen. Wie gesagt, das war damals der Business-Bomber schlechthin gewesen, der alles Mögliche kann, totales Multitalent. Diese Tastatur hier, die ist auch nicht so tatsächlich mechanisch. Das ist so eine Mischung aus mechanischer bzw. touch-sensitiver Tastatur. Fässt sich total geil an beim Tippen. Hat auch so ein kleines Feedback, so ein haptisches. Ja, es vibriert dann so ganz leicht. Jede Menge LEDs, wir haben Bluetooth, wir haben Wi-Fi, wir haben auch SIM-Kartenunterstützung, wobei man allerdings nur mit dem Headset telefonieren kann. Ich würde es gerne anschalten, aber leider ist der Akku leer und ich habe es nicht geschafft, das rechtzeitig noch zu laden, bevor ich das Video mache, aber vielleicht hat da ja hoch. Mal gucken, ich hatte mich kurz am Ladegerät gehabt, wenigstens für ein paar Minuten. Und eine Lampe leuchtet auf. Ja, es startet. Ich habe ja ein Video dazu gemacht. Ich verlinke das unten mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Video dazu mal anschauen. Werdet sehen, es ist auf jeden Fall ein total faszinierendes Produkt, wovon es heute, wie gesagt, leider kaum noch adäquate gibt. Und dann findet ihr unter moschus.de im Forum, unter dem Unterforum Giveaway, dann ein Thema, wo es eben um das HTC Advantage bzw. T-Mobile Ameo geht, wo ich das eben verlose. Jeder kann mitmachen. Es endet am 01.01.2018 und zwar 23.59 Uhr. Das ist dann Teilnahmeschluss. Es gibt wie immer keinerlei Bedingungen. Ja, ihr müsst weder kommentieren noch liken noch meinen Kanal abonnieren. Hier mal kurz gezeigt. Ja, oh, jetzt kommt schon eine Akkuwarnung. Das ist Windows Mobile, Version 6.1. Um möglichen Datenverlust zu verhindern, ersetzen Sie den Akku oder laden Sie, Akku ersetzen, der ist fest verbaut. Wie dem auch sei, das ist ein richtig, richtig erotisches Gerät. Ihr findet alle Details unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch zur Not auch per E-Mail hier bewerben bzw. per E-Mail mitmachen, aber ich bevorzuge definitiv Forum, denn mit E-Mail, das funktioniert nicht so gut. Da fehlen häufig alle möglichen Informationen, gerade wenn ich mehrere Giveaways am Laufen habe, steht meistens nicht drinne, um welches Giveaway sich genau handelt. Das ist dann ein bisschen doof, weil dann muss ich wieder zurückschreiben, dann muss ich wieder eine Antwort erwarten und bla 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 bla. Ja, also deshalb im Forum ist das alles schön aufgeteilt, da sehe ich das mit einem Schlag und da ist die Verlosung für mich wesentlich einfacher. Alle Informationen unten in der Videobeschreibung. Was hat meine Jacke offen? Wird doch kalt. Jetzt möchte ich noch schnell euch darauf vorzubereiten. Jetzt hocke ich also halb auf dem Boden, was 2018 so alles kommt. Deshalb habe ich jetzt mal meine aktuellen Geräte. Na toll, die Kamera ist immer noch nicht tief genug, jetzt sieht man gar nicht alles. Okay, jetzt kann man sehen, meine aktuellen Testgeräte hier alle mal gestapelt. Ich muss sagen, dass mein derzeitiger Anspruch, alles auch im Alltag zu testen, wirklich kaum haltbar ist bei der Vielzahl. Aber die Chinesen, die pumpen dermaßen viele Geräte im Moment, das ist so unklar, auch wenigstens einen größeren Teil davon zu testen, zeigt sich doch in der Praxis als ziemlich schwierig. So, ich habe hier, einige kennt ihr schon, das ist so die obere Schicht, die habe ich im Unboxing schon vorgestellt, die untere Schicht aber, die nicht. Da hätten wir hier HomTom S9, das hier ist nochmal ein geiles Lenovo-Tablet, das habe ich mir auch schon mal ganz kurz reingezogen. Wir haben, oh, jetzt muss ich hier aufpassen, wenn ich hier was rausziehe, das ist wie Mikado, ich glaube, so hieß das Spiel, Bluebo S8 Plus.
Verni Mix 2, Johans MX, nee, das Johans MX, das hatten wir schon gehabt, Mago S8 hatten wir auch schon, also zumindest im Unboxing, muss ich das wenigstens hier mal so ein bisschen halbwegs die obere Schicht abtragen. Das ist das T-Bau R8 Notebook, darauf habe ich echt lange gewartet, kam heute zeitgleich mit meinem, das habe ich jetzt hier gar nicht hier, mit meinem Tablet, ah doch, das habe ich hier, und zwar dem, könnt ihr euch auch drüber freuen, das Pipo N7, das war eine Zuschauerempfehlung im Speziellen. Ein Yumi DG habe ich hier auch noch. Leider verrät die Verpackung überhaupt nicht, wie es heißt. Da steht immer nur Yumi DG. Das Yumi DG S2 wurde auch schon vom Zuschauer angefragt. Da haben wir es. Und ganz geil, das Maze Alpha X. Das hatte ich schon einen Bericht geschrieben auf meiner Homepage. Und nun habe ich es da. Und ihr werdet es sehen. Alles 2018, jetzt werde ich wohl nicht mehr viel schaffen, immerhin ist morgen schon Weihnachten und da muss ich dann auch ein bisschen am Start sein. Also ihr habt es gesehen, es sind über 20 Geräte, über 24 Geräte, die ich jetzt im Moment noch auf Tasche habe. Ein Teil davon, der größere Teil habe ich das Unboxing schon gemacht, da war noch der Alltagstest drauf und ein kleinerer Teil, die habe ich jetzt bekommen, weil es sich halt bei Hermes alles ein bisschen gestaut hatte. Und das bekommt ihr dann alles 2018 um die Ohren geschleudert, da werde ich volles Programm Videos machen. Ich bin allerdings dann vom 25. bis zum 1. bin ich nicht da. In der Zeit läuft das Giveaway. Ich denke, ich werde zwischenzeitlich mein kleines Video machen, euch mein kleines Update liefern, denn ich werde die Zeit nutzen. Ich nehme mein Notebook natürlich mit, um das Internet weiter nach Angeboten zu durchstöbern. Und die findet ihr dann wie immer auf moshes.de. Und ich werde natürlich auch das Forum weiter betreuen und eventuell auch die Kommentare, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Das soll jetzt erstmal von meiner Seite gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen von meinem kleinen Video hier. Mal gucken, wie viel das anklicken. Ach, es ist ja ein Giveaway dabei. Da werden sich schon ein paar finden. Wie gesagt, ich halte euch über moshes.de am Laufen. Ich halte euch über moshes.de auf den Laufenden, so rum ist es korrekt. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Unboxing, Reviews, Technikkram, es hört nicht auf. Bis dahin, ciao.